Ja, vielen Dank, Herr Kreuzer, für die sehr schmeichelhafte, schöne Einführung. Vielen Dank auch an Sie, an die Akademie, für die Einladung, hier im Rahmen dieser Vorlesungsreihe vortragen zu dürfen. Und an Sie, liebes Publikum, willkommen. Ich freue mich auf diesen Abend. Nun, Entscheidungsfindung ist die Kernfunktion unseres Gehirns. Sie können sich sehr leicht vorstellen, dass die komplexesten Denkvorgänge in unserem Kopf wertlos wären, wären wir nicht in der Lage, deren Ergebnisse dann in unsere Handlungen umzusetzen, mit denen wir dann mit der Welt um uns interagieren. Und Entscheidungsfindung ist genau die Funktion unseres Gehirns, die uns dies ermöglicht. Entscheidungen bestimmen unser Leben. Herr Kreuzer hatte schon darauf hingewiesen in seiner Anmoderation. Entscheidungen bestimmen, wer wir sind. Das gilt für alle Arten von Entscheidungen, die großen Menschheitsentscheidungen zu den globalen Herausforderungen auf unserem Planeten. Das gilt für Entscheidungen großer Gruppen, Gesellschaften oder Nationalstaaten über deren Zukunft. Und das gilt eben auch für uns als Individuen und für die Hunderte von kleinen Einzelentscheidungen, die wir tagtäglich zu fällen haben. Nun, jeder unserer Entscheidungen, ob einfach oder komplex, geht ein komplexer Denkvorgang zuvor. Und in diesem Denkvorgang bewerten wir die verschiedenen Optionen für Handlungen, die sich aktuell für uns in der aktuellen Welt oder in unserer Umwelt bieten. Das heißt also, der Input zu diesem Entscheidungsprozess ist letztendlich Information, die wir über unsere Sinnesorgane aufnehmen, über den Zustand unserer Außenwelt. Nun, am Ende des Entscheidungsprozesses steht die Ausführung einer einzigen Handlung, nämlich einer dieser Handlungen von diesen verschiedenen möglichen Optionen oder möglichen Handlungen. Und durch diese ausgewählte oder ausgeführte Handlung verändern wir dann unsererseits wieder den Zustand der Welt. Der Auswahlprozess, der zu dieser Handlung führt, der Entscheidungsprozess also, der braucht Zeit. Und die Zeit, die wir für eine Entscheidung brauchen, das kennen wir selbst aus unserem Alltag, die variiert sehr stark von einer Entscheidung, die wir fällen, bis zur nächsten. Manchmal geht es sehr schnell und einfach, manchmal brauchen wir lange Zeit. Gleichzeitig variiert diese Zeit auch sehr stark zwischen verschiedenen Personen. Ja, manche von uns sind sehr beschlussfreudig, vielleicht sogar impulsiv. Andere tun sich schwer zu entscheiden und brauchen generell sehr lange dafür. Nun, in all diesen Aspekten, die ich hier aufgezählt habe, unterscheiden sich Entscheidungsvorgänge ganz wesentlich von sogenannten sensomotorischen Reflexen. Auch beim Reflex wird ein sensorischer Reiz aus der Außenwelt übersetzt oder transformiert in eine motorische Antwort, in einen motorischen Output. Aber anders als bei der Entscheidung gibt es hier keine Flexibilität, es gibt keine möglichen Optionen, keine Alternativen. Ein und derselbe Reiz führt immer zu ein und derselben Antwort, ganz stereotyp. Und das Ganze geht sehr, sehr schnell, innerhalb von weniger als 100 Millisekunden für die meisten Reflexe unseres Körpers. Nun, ich möchte Ihnen heute einen Eindruck darüber vermitteln, was oder wie die moderne Hirnforschung heutzutage sich an die Mechanismen in unserem Gehirn herantastet, die diesen Entscheidungsprozessen, diesen flexiblen, zeitverbrauchenden Prozessen hier zugrunde liegen. Und dieser Fokus auf diese neuronalen Mechanismen, diese Hirnfunktionen, der erzwingt zumindest im Moment noch, dass wir uns auf relativ einfache Entscheidungsvorgänge konzentrieren, nämlich solche Entscheidungen, die wir kontrolliert, in ganz kontrollierten Laborbedingungen, in unserem physiologischen Labor, viele Male, hunderte von Malen, in ein und derselben Versuchsperson wiederholen können, um so messen zu können, was dabei in ihrem Gehirn geschieht. Und dementsprechend werde ich mich auch heute in diesem Vortrag im Wesentlichen auf diese sehr einfachen Entscheidungsvorgänge konzentrieren. Die Idee ist aber, dass die Prinzipien, die wir dabei identifizieren im Gehirn, sehr wahrscheinlich generalisieren auf komplexere Entscheidungen. Das heißt, wir bedienen uns hier eines Vorgehens in dieser Forschung,
die das im Prinzip analog ist zu dem Vorgehen der großen Wegbereiter der modernen Hirnforschung, insbesondere der sogenannten integrativen Neurowissenschaft. Das ist der Teil der Neurophysiologie, der abzielt auf ein Verständnis des Verhaltens des gesamten Organismus, also uns als Menschen, und zwar ein Verständnis, das herrührt aus einem Verständnis der Interaktion der verschiedenen Bausteine unseres zentralen Nervensystems, nämlich der sogenannten Nervenzellen. Ich möchte hier einen dieser großen Wegbereiter ganz besonders hervorheben, das ist der britische Neurophysiologe Sir Charles Sherrington. Und Sherrington führte Anfang des 20. Jahrhunderts ganz bahnbrechende Arbeiten durch, die zu unserem heutigen Verständnis der Schaltkreise in unserem Rückenmark geführt haben, die Sie hier dargestellt sehen, der Schaltkreise, die unseren Reflexen zugrunde liegen. Ja, das ist also in den Neurowissenschaften seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr klar. Die Aufgabe, vor der ich und wir in diesem Feld heute stehen, ist eben die Schaltkreise nun im Gehirn zu entschlüsseln, die diesen komplexen Entscheidungsprozessen mit Flexibilität und Zeitverbrauch zugrunde liegen. Und viele dieser Schaltkreise sind noch überhaupt nicht richtig entschlüsselt. Wir verstehen teilweise noch nicht mal die Grundprinzipien der Art und Weise, wie da Nervenzellen miteinander verknüpft sind. Dennoch kann ich Ihnen zeigen, dass wir schon erste wichtige Einblicke mit direkten Implikationen für unseren Alltag aus dieser Art von Forschung gewinnen können. Wir konzentrieren uns hier insbesondere auf einen Teil des Gehirns, den am weitesten entwickelten Teil, die sogenannte Großhirnrinde oder zerebraler Kortex, das ist sozusagen dieser Teil ganz hier oben. Nun, für alle Fragen, für alle Entscheidungen, die wir in unserem Leben fällen, können wir im Prinzip zwei große Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie genau bin ich zu dieser Entscheidung eigentlich gekommen? Und für mich als Hirnforscher bedeutet das letztendlich, welche Berechnungen liefen dabei in diesen Schaltkreisen in meinem Gehirn ab? Die zweite Frage ist, hätte ich auch anders entscheiden können oder anders entschieden, wenn ich zum Zeitpunkt dieser Entscheidung in einem anderen Zustand gewesen wäre, mit meinem Körper, mit meinem Gehirn oder in irgendeiner anderen Form. Nun, Sie sehen, das sind sehr, sehr vage Fragen, vielleicht etwas philosophisch, sehr unpräzise. Ich möchte Ihnen nun versuchen zu zeigen, wie wir uns in der Hirnforschung an diese sehr großen, groben Fragen herantasten und sie erstmal übersetzen in ganz konkrete, präzise Fragen, die wir in neurophysiologischen Experimenten direkt beantworten können. Kommen wir zur ersten Frage. Nun, stellen Sie sich vor, Sie verfolgen die schwankenden Kurse einer bestimmten Aktie an der Börse. Ja, Sie möchten entscheiden, ob Sie zum Beispiel Ihre vorhandenen Papiere von dieser Aktie verkaufen, Sie mehr davon kaufen oder ob Sie einfach gar nichts tun und abwarten. Wir können diese Situation wieder in dasselbe Schema hier einordnen. Der Input zu Ihrem Entscheidungsvorgang ist letztendlich sensorische Informationen aus der Außenwelt, in diesem Fall diese Zahlenfolgen, die Sie zum Beispiel im Internet oder in der Zeitung hier nachsehen. Als Ergebnis des Entscheidungsprozesses haben wir wieder eine Handlung, eine motorische Handlung. Sie kaufen mehr, Sie verkaufen oder eben Sie unterlassen in dem Fall die motorische Handlung und warten ab. Wie können wir nun diesen Entscheidungsprozess untersuchen, der diese beiden, den Input mit dem motorischen Output oder der Handlung, verknüpft? Lassen Sie uns dazu ein kleines Experiment hier machen, mit dem ich Ihnen illustrieren will, wie das tatsächlich bei uns im Labor aussieht. Sie werden jetzt gleich hier zwei rasche Abfolgen von Zahlen sehen. Und zwar eine an dieser Stelle hier, im rechten Kästchen, die andere hier auf der linken Seite. Stellen Sie sich vor, diese beiden Zahlenfolgen, das sind die Kurse zweier Aktien, die Sie auf dem Markt miteinander vergleichen. Und Sie sollen am Schluss entscheiden, welche der beiden Aktien die bessere ist. Und diese Aktie werden Sie dann auswählen und entsprechend kaufen. Ein weiterer Punkt hier, diese Zahlenfolge wird sehr schnell sein, das heißt, es wird Ihnen nicht möglich sein, irgendwelche expliziten Berechnungen hier durchzuführen.
dafür haben sie einfach nicht genug Zeit. Was sie stattdessen tun sollten, ist eine Art Gesamteindruck bilden von diesen beiden Zahlenfolgen und aufgrund ihres Gesamteindrucks dann entscheiden, welche vielleicht den höheren Erwartungswert oder den höheren Wert insgesamt im Mittel hat. Und noch ein weiterer und letzter Punkt, versuchen Sie Ihren Blick ungefähr hier in der Mitte zu halten. Ich hoffe, die Projektion ist groß genug. Entschuldigung. Versuchen Sie den Blick hier zu halten, auf diesem Punkt in der Mitte. Das sollte es Ihnen erleichtern, diese beiden Zahlenfolgen dann gleichermaßen gut zu identifizieren. Für alle hier in den vorderen Reihen wird es definitiv funktionieren. Ich hoffe, hinten auch gut genug. Das war meine Instruktion. Legen wir los. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Okay, das war's auch schon. Sehr schnell, viele Zahlen. Einfach aus dem Bauchgefühl. Wer wählt die Aktie hier auf der linken Seite? Hand hoch vielleicht. Okay. Wer wählt die Aktie auf der rechten Seite? Deutlich mehr. Nicht schlecht. Und tatsächlich, rechts ist der glückliche Gewinner. So, das funktioniert ja wunderbar. Tatsächlich habe ich Ihnen viel zu wenig Informationen gegeben, um diese Entscheidung wirklich optimal oder rational ausführen zu können, wie das unsere Kollegen in der sogenannten statistischen Entscheidungstheorie nennen. Und zwar habe ich Ihnen überhaupt nichts erzählt über die Statistik dieser Zahlenfolgen. Und das ist eigentlich das, was Sie wissen müssten, um sozusagen die optimale Strategie zu wählen. Trotzdem tun Sie das intuitiv, selbst mit meinen sehr groben Informationen, sehr gut, wie wir hier gesehen haben. Tatsächlich wurden diese beiden Zahlenfolgen generiert durch zufälliges Ziehen aus diesen beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen hier. Sie sehen, das sind zwei solcher gaußschen Glockenkurven. Die haben die gleiche Standardabweichung oder die gleiche Streuung oder Breite, aber sie haben ganz eindeutig unterschiedliche Mittelwerte. Die Zahlenfolge hier auf der rechten Seite hat den höheren Mittelwert. Das heißt also, der Erwartungswert dieser Folge hier ist größer und Sie tun besser daran, wenn Sie diese Aktie auswählen. Vielleicht für die Experten hier im Raum, die Situation, die wir hier durchgespielt haben, ist natürlich einfacher als auf der echten Börse. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es keine sogenannte Volatilität gibt. Das bedeutet, hier in diesem Experiment sind nun die Parameter der Verteilung konstant, das heißt, der Mittelwert bleibt konstant über die gesamte Zeit. Und dann ist das sozusagen präzise arithmetische Mittel in dieser Zahlen genau der richtige Vorgang, um am Schluss zu bestimmen, welche der beiden Aktien besser ist. In der Realität, auf dem Markt, gibt es Volatilität. Das heißt, die tatsächlichen Parameter hier, die schwanken langsam über die Zeit. Aber auch dann, und das wissen wir aus der statistischen Entscheidungstheorie, ist die optimale Lösung hier eine ganz ähnliche Strategie wie dieser perfekte Mittelungsprozess, nämlich eine Akkumulation oder Integration mit einem gewissen Ausmaß an Vergessen, sozusagen eine gewichtete Mittelung, wo die jüngsten Zahlen das größte Gewicht erhalten. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass, wie Sie sehen, diese beiden Verteilungen überlappend sind. Und das bedeutet, dass Sie Ihre Entscheidung nicht fällen können auf der Grundlage einer einzelnen Zahl oder eines einzelnen Paares von Zahlen. Ja, denn im Prinzip hätte jede dieser beiden Zahlen aus beiden Verteilungen gezogen sein können. Das heißt, nur durch die Akkumulation oder die Kombination dieser mehreren Zahlen in der ganzen Folge gewinnen Sie diesen Gesamteindruck, der Ihnen eine gute Entscheidung zulässt. All das sind Einsichten, die wir sehr gut kennen nun aus der statistischen Entscheidungstheorie. Und was all das bedeutet, ist, dass das optimale Vorgehen bei diesem Entscheidungsprozess hier dem Vorgehen eines Detektivs ähnelt, der mehrdeutige Evidenzstücke über die Zeit sozusagen akkumuliert und sich so einen besser und besser werdenden Gesamteindruck des Falles erarbeitet, auf dem er am Schluss dann sein Urteil basiert. In unserem Fall hier sind diese Evidenzstücke eben diese verschiedenen Zahlenwerte über die Zeit.
Wir wissen aus der Theorie, was wir damit tun sollten, ist diese über die Zeit zu integrieren oder zu akkumulieren und dann auf der Basis des Ergebnisses dieser kleinen Berechnung hier, die wir sehr intuitiv durchführen, zu entscheiden. Nun, all das ist sehr theoretisch. Tatsächlich gibt es viele Experimente in den letzten beiden Jahrzehnten aus der Psychologie, den Verhaltenswissenschaften, die sehr genau zeigen, dass diese Strategie auch tatsächlich das ist, was Menschen, wir alle, ständig tun, wenn wir entscheiden. Alle unsere Entscheidungen basieren in der einen oder anderen Form auf einer solchen Akkumulation von mehrdeutiger Information über die Zeit. Hier ist noch ein anderes Alltagsbeispiel dargestellt. Ganz kurz, das Beispiel des, sozusagen der Entscheidung, eine bestimmte Wohnung, die Sie besichtigen, zu kaufen oder zu mieten oder eben nicht. Auch hier können Sie Ihr Urteil natürlich nicht fällen auf der Grundlage eines einzelnen Aspektes dieser Wohnung. Sie würden das normalerweise nicht tun. Was Sie stattdessen tun, wenn Sie die Wohnung besichtigen, ist, Sie bewerten nach und nach, wörtlich gesprochen, während Sie durch die Wohnung gehen, verschiedene Attribute, zum Beispiel der Grundriss des Wohnzimmers, die Ausstattung der Küche, die Größe des Gartens und so weiter. All das, was für Sie, für Ihre Entscheidung wichtig ist. Und all diese Attribute kombinieren Sie dann oder integrieren Sie in einen Gesamteindruck. Und dieser Gesamteindruck ist die Grundlage Ihrer Entscheidung. Ganz kurz, was ich eben vergessen hatte zu erwähnen, dass dieser Gesamteindruck, wie ich das eben grob genannt hatte, der wird in der statistischen Entscheidungstheorie, und wir nennen das in der Hirnforschung genauso, auch Entscheidungsvariable genannt. Das heißt, es ist eine einzelne Zahl, auf der Sie, die Sie sozusagen mit einem bestimmten Kriterium vergleichen können, um dann zu entscheiden, welche Handlungen Sie ausführen. Nun, mit all dem können wir, Entschuldigung, diese erste Frage, die ich hier aufgeworfen hatte, sehr viel klarer fassen und präzisieren, und zwar in einer Form, die wir direkt in neurophysiologischen Experimenten dann adressieren können. Und zwar, wie integriert unser Gehirn entscheidungsrelevante Informationen oder Evidenz über die Zeit? Nochmal, wir wissen ganz sicher aus der Psychologie, das ist ein ganz zentraler Prozess bei allen unseren Entscheidungen. Das heißt, wenn wir sozusagen die neuronalen Mechanismen dieses fundamentalen Prozesses verstehen, dann sind wir im Verständnis der Entscheidungsfindung ein ganzes Stück näher gekommen. Wie untersuchen wir das dann tatsächlich im Labor? Nun, wir machen genau das, was ich eben mit Ihnen gemacht habe. Das heißt, wir zeigen unseren Versuchspersonen im Labor solche mehrdeutigen Reize, zum Beispiel solche Zahlenfolgen, und wir fragen sie dann, Entscheidungen darüber zu fällen, welchen von beiden oder welche von zwei Optionen sie auswählen. Anders als wir eben, führen unsere Versuchspersonen diese Entscheidung aber nicht nur einmal durch in einem Experiment, sondern viele, viele hunderte Male. Das kann in einer einzelnen Sitzung an einem Tag auch schon mal ruhig länger als anderthalb Stunden dauern, manchmal zwei Stunden. Das wird dann auch offen gestanden auf die Dauer etwas langweilig für unsere Probanden, aber wir bezahlen sie danach auch ganz gut, um sie sozusagen für all ihre Mühe zu entlohnen. Und die meisten freuen sich dann auch, wenn sie am Schluss irgendwas über ihr Gehirn dabei gelernt haben. Nun, das ist ein Unterschied zu unserem kleinen Experiment von eben. Der zweite ganz wichtige Unterschied ist, dass wir nicht nur das Verhalten der Versuchspersonen aufzeichnen, wie ich eben bei Ihnen ganz grob gemacht habe, sondern wir schauen auch in ihr Gehirn hinein. Und dazu verwenden wir eben moderne Techniken der sogenannten Neurobildgebung, nicht invasive Verfahren, mit denen wir die raumzeitliche Dynamik der Hirnaktivität rekonstruieren können, während die Personen diese Entscheidungsaufgaben lösen. Wir verwenden dabei insbesondere ein Verfahren hier, das ich hervorheben möchte, das ist die sogenannte Magnetoenzephalographie oder MEG. Das ist ein Verfahren ganz ähnlich der bekannteren Elektroenzephalographie oder EEG. Das kennen Sie vielleicht aus der klinischen Diagnostik, in der Neurologie zum Beispiel. Was wir damit messen, sind ganz winzige Änderungen des äußeren Magnetfeldes um den Kopf des Probanden herum. Die entstehen durch eben die elektrische Aktivität von Nervenzellen im Gehirn des Probanden.
Und wir messen das über ganz feine Sensoren, die hier in diesem Helm sitzen, 275 insgesamt. Der Proband sitzt dann ganz gemütlich während dieser Sitzung in seinem Sessel, der Helm sitzt über ihm. Auf einem Bildschirm vor ihm wird der Reiz oder das Reizmaterial präsentiert, das er dann zu beurteilen hat. Und am Schluss eines jeden Durchgangs signalisiert der Proband seine Entscheidungen durch das Drücken von verschiedenen Tasten, die ihm da zur Auswahl stehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr runtergekochtes und einfaches Modell dessen, was wir tagtäglich in der realen Welt tun. Nun, all das passiert in einem magnetisch abgeschirmten Raum. Das ist ganz wichtig, damit wir hier keine Störungen haben. Außerhalb dieses Raums sitzt dann die Studienleiterin oder der Studienleiter, die eben diese Verhaltensaufgabe kontrollieren, das Verhalten aufzeichnen und gleichzeitig hier dann die Aktivität eben dieser feinen Detektoren oder Sensoren aufzeichnen. Nun, es gibt bei dem kleinen Experiment, was wir eben durchgeführt haben, obwohl das aus vieler Hinsicht sehr, sehr spannend ist, einen kleinen Nachteil für uns in der Hirnforschung. Und zwar ist das die Tatsache, dass wir derzeit nur sehr wenig darüber wissen, in welcher Form und wo im Gehirn eigentlich diese numerischen Werte kodiert sind. Ja, also die Grundlage sozusagen des Entscheidungsprozesses können wir im Moment noch sehr, sehr schwer in diesem Fall hier lokalisieren. Aus diesem Grund bedient sich die Hirnforschung oft einer anderen Form von Entscheidungsvorgang, die sehr viel einfacher ist als oder noch einfacher als diese Entscheidung hier, basierend auf den Zahlen, und zwar sogenannter Wahrnehmungsentscheidungen. Das sind auch Entscheidungen, die wir hundertfach jeden Tag erfolgreich durchführen, die meisten sogar ohne das wirklich zu realisieren oder groß darüber nachzudenken. Einige von solchen Wahrnehmungsentscheidungen können aber auch schwierig sein. Hier ist ein Beispiel. Hier fahren wir an einem verregneten Abend auf einer Straße, die wir nicht kennen. Wir müssen entscheiden, ob wir nun an der richtigen Ausfahrt angekommen sind, die Straße verlassen sollen oder weiterfahren. Offensichtlich hier müssen Sie Ihre Entscheidung fällen auf der Grundlage von sehr verrauschter sensorischer Information. Und wir wissen auch hier, was Sie dabei tun, ist sozusagen diese verrauschte Information, die Sie zum Beispiel von diesem Straßenschild akquirieren im Regen. Sie werden diese langsam über die Zeit akkumulieren und kommen so am Schluss zu einem klaren Bild. Nun, hier ist die Situation, die wir im Labor benutzen, um diese Entscheidung sozusagen nachzubauen, noch einfacher. Und zwar ist das eine Aufgabe, die tatsächlich in einer riesigen Zahl von Studien in diesem Feld verwendet wurde, hunderte von Studien, und die zu einem deutlich besseren Verständnis des Entscheidungsprozesses führte. Und zwar, was Sie hier sehen auf den ersten Blick, sieht einfach nur aus wie weißes Rauschen, Punkte, die irgendwie zufällig über den Bildschirm fliegen. Tatsächlich ist aber eingebettet in dieses weiße Rauschen hier ein sogenanntes kohärentes Bewegungssignal. Das heißt, das ist eine Gruppe von Punkten, die sich gleichgerichtet entweder nach unten oder nach oben bewegt. Das sage ich Ihnen jetzt, und Ihre Aufgabe ist es zu entscheiden, welche dieser beiden Richtungen hier dargestellt ist. Wer entscheidet für unten? Wer für oben? Wunderbar, das klappt ganz fantastisch. Ja? Ich hätte gedacht, es ist sehr schwer auf dieser Präsentation, aber Sie haben es alle sehr gut gesehen. Wahrscheinlich haben Sie auch gemerkt, dass sozusagen Ihre Sicherheit über diese Entscheidung immer besser wurde oder immer größer wurde, je länger Sie hingeguckt haben. Und das ist wieder genau das gleiche Prinzip. Sie akkumulieren über die Zeit diese sehr verrauschte Information und können dadurch eine bessere, immer besser werdende Entscheidungsvariable formen. Hier ist noch ein Beispiel, wo dieses selbe Bewegungssignal noch viel, viel deutlicher ist. Das heißt, in diesem Fall können wir alle sofort entscheiden und brauchen dafür überhaupt keine Zeit. Nun, was haben wir davon? Wir können auf sehr gut bekannten Befunden aufbauen in der Hirnforschung, die uns genau sagen, wo und wie im Gehirn nun diese verrauschte sensorische Evidenz
repräsentiert ist oder kodiert ist. Und zwar gibt es hier hinten in unserem Gehirn, in der sogenannten Seerinde, eine bestimmte Gruppe von Arealen, oder im visuellen Kortex hier in grün gezeigt, eine Gruppe von Arealen, in der sogenannte Bewegungsdetektoren sitzen. Das sind einzelne Nervenzellen, die ganz spezifisch antworten auf ganz bestimmte Bewegungsrichtungen. Dieses Beispielneuron, dessen Antwort wir hier sehen, das mag Bewegungen nach oben. Und es gibt dann eine leicht erhöhte Antwort, die Sie hier vielleicht erkennen können, in grau dargestellt. Und das ist der Mittelwert über viele, viele Durchgänge. In grün ist das, was Sie hier sehen, die Antwort dieser Zelle in einem einzelnen Durchgang. Nun, entsprechend könnten Sie sich vorstellen, gibt es auch Zellen, die eben Bewegungen nach unten mögen oder solche Zellen, die auf Bewegungen, horizontale Bewegungen antworten. Nun, was Sie ganz klar erkennen können hier ist, die Antwort dieses Bewegungsdetektors, sie sagt uns etwas über die tatsächliche Bewegungsrichtung, im Mittel ist sie erhöht, wenn die Bewegung tatsächlich nach oben geht, aber die Antwort ist sehr verrauscht, das heißt, sie schwankt oder fluktuiert über die Zeit. Und das ist genau eine Konsequenz dieses Rauschens in dem sensorischen Reiz, den wir eben gesehen haben. Nun, das klingt alles vielleicht sehr technisch und kompliziert. Was das bedeutet ist, dass wir hier hinten in unserem Gehirn, im visuellen Kortex, ein sehr genaues räumliches und zeitliches Abbild des externen Reizes haben, auf dem wir unsere Entscheidung oder den wir in unserer Entscheidung beurteilen. Und das ist sehr wichtig, denn damit können wir einen ersten Schritt tun in das Verständnis dieses Entscheidungsprozesses. Was wir auch schon seit vielen Jahrzehnten sehr genau wissen in der Hirnforschung ist, was passiert sozusagen am anderen Ende dieses Entscheidungsvorgangs, nämlich dann, wenn wir tatsächlich die motorische Handlung ausführen. Das heißt, wir haben schon entschieden und müssen dann einfach nur noch die richtige Taste drücken. Was währenddessen passiert, ist hier auch wieder ganz schematisch dargestellt, eine sehr kurzzeitige Aktivierung hier vorne im Gehirn, ungefähr hier in einem anderen Teil der sogenannten motorischen Großhirnrinde. Das heißt, hier in diesem Teil des Gehirns werden motorische Bewegungen kontrolliert. Vielleicht hat mein Kollege Christian Gerloff schon darüber gesprochen. Er untersucht das motorische System, ganz insbesondere und Störungen des motorischen Systems bei bestimmten neurologischen Störungen. Insbesondere hier gibt es ein Areal in dieser motorischen Großhirnrinde, das ganz spezifisch eben Bewegungen mit der Hand kontrolliert. Und es ist nun mal so, wir haben zwei Hemisphären in unserem Gehirn, eine linke und eine rechte. Die linke Hemisphäre oder der motorische Kortex in der linken Hemisphäre kontrolliert Bewegungen mit der rechten Hand und umgekehrt die rechte Hemisphäre kontrolliert Bewegungen mit der linken Hand. Gut, nun haben wir zwei neuronale Signaturen, einmal der sensorischen Kodierung hier im visuellen Kortex und auf der anderen Seite hier im motorischen Kortex eine Signatur der sozusagen Ausführung der motorischen Handlung. Was wir verstehen wollen, ist, was sozusagen im Gehirn zwischen diesen beiden Typen von Signalen passiert. Wie wird dieses Signal hier transformiert am Schluss in dieses Signal? Nun, wir wissen schon, das haben wir gelernt jetzt eben und aus der statistischen Entscheidungstheorie, was wir tun sollten in diesem Experiment, was Sie eben selbst getan haben, ist, diese verrauschte sensorische Information über die Zeit zu integrieren. Und wir sollten unsere Handlungen dann auf der Grundlage des Integrals oder des akkumulierten Entscheidungsvariable fällen. Sehen wir irgendwo im Gehirn Signaturen von genau diesem Prozess, von dieser Akkumulation? Das ist die Frage, die wir uns vor einigen Jahren gestellt haben in einem Experiment, was ich hier damals in Hamburg schon am UKE gemeinsam mit Kollegen aus Nijmegen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben hier unseren Versuchspersonen genau diese Aufgabe gegeben, die sie eben richtig gelöst haben. Sie beurteilen diese verrauschten Bewegungssignale und am Schluss indizieren sie ihre Entscheidung durch Tastendruck, entweder mit der linken oder mit der rechten Hand. Während die Evidenz hier akkumuliert wird, das ist das Intervall, wo der Bewegungsreiz an ist, sehen wir, dass sich Aktivität in ihrem Gehirn langsam aufbaut. Und zwar baut sie sich in die Einrichtung auf hier vor den Entscheidungen mit dem linken Tastendruck.
Und diese Aktivität, Aufbauaktivität oder auch, wir nennen es auf Englisch oft Ramping Activity, weil es so eine Art Rampe ist, die passiert viele Sekunden, bevor die Probanden tatsächlich die Taste drücken. Das heißt, viele Sekunden vor dieser transienten Aktivierung im motorischen Kortex, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Ja, sie baut sich also weit vor der Ausführung der offenen Signalisierung der Entscheidung durch. Weiterhin ist diese Aktivität ganz spezifisch für die Entscheidung. Das heißt, sie baut sich in die eine Richtung auf für die Entscheidung nach links und in die andere Richtung für die Entscheidung nach rechts. Was das bedeutet ist, das Ganze ist hier noch dargestellt, wir sehen das im motorischen Kortex in einem ganz bestimmten Frequenzband. Das ist mehr für die Spezialisten. Was das bedeutet ist, dass wir die Entscheidung der Versuchsperson hier vorhersagen können, viele Sekunden bevor die Versuchsperson diese Entscheidung eigentlich ausführt und sie signalisiert. Das heißt, das ist eine Art von Mind Reading. Wir können ins Gehirn hineinschauen und viele Sekunden bevor die Probanden uns sagen, was sie eigentlich denken, schon mit großer Genauigkeit vorhersagen, was sie später tun werden. Ja? Und was das für uns bedeutet, ist, dass wir hier tatsächlich ein Signal haben, was sehr, sehr eng zusammenhängt mit diesem langsam sich aufbauenden Entscheidungsprozess. Okay, hier ist ein anderes Beispiel, eine Folgestudie. Hier schauen wir uns wieder diese Aufbauaktivität an im motorischen Kortex. Aber hier haben wir etwas getan, was ich auch schon eben mit Ihnen gemacht habe, nämlich wir haben systematisch von Durchgang zu Durchgang die Stärke der sogenannten Evidenz, also die Stärke des Bewegungsreizes, verändert. Dunkelblau hier ganz starke Bewegung, das war der zweite Stimulus, den ich Ihnen gezeigt habe. In dem Fall ist die Entscheidung, das haben Sie gesehen, sehr einfach, es geht also sehr schnell. Was wir hier sehen, diese Aufbauaktivität schießt ganz schnell nach oben, eine steile Steigung. In anderen Durchgängen ist die Evidenz schwach, das war eher wie der erste Reiz. Und in dem Fall ist diese Aufbauaktivität sehr flacher Steigung und tatsächlich dauert diese Entscheidung auch langsam, lange. All diese Befunde hier und viele andere, die wir in den letzten Jahren, auch viele Kollegen von mir aus anderen Forschungsgruppen, die wir sammeln konnten, sind genau konsistent eben mit dieser Idee, dass dieses sensorische Signal hier im Gehirn auf dem Weg vom visuellen Kortex zum motorischen Kortex integriert wird über die Zeit und als Folge dessen sehen wir dann diese langsame Aufbauaktivität hier deutlich vor der Ausführung der Handlung. Nun, wir sind dem Ganzen ein Stück näher gekommen. Die Frage aber ist, nochmal zurück, wie genau passiert eigentlich dieser Prozess, diese Akkumulation oder Integration? Das ist leicht für uns, ein mathematisches Modell zu bauen, indem wir erklären können, wie aus so ein Signal wird. Wir können ein Integral einfach hinschreiben und das im Computer sozusagen simulieren. Es ist aber eine ganz andere Frage, wie das in unserem Gehirn tatsächlich Nervenzellen implementieren. Das heißt, wie Interaktionen von kleinen Nervenzellen eine solche Berechnung hier zustande bringen, die dann am Schluss dieses Signal hier produziert. Eine sozusagen naheliegende Intuition vieler Forscher in diesem Feld, inklusive mir vielleicht am Anfang, war, dass es irgendwo ein ganz bestimmtes sozusagen Zentrum gibt. Ein Zentrum, in dem diese Integration passiert. Vielleicht hier irgendwo dazwischen. Und dann wird sozusagen dieses Signal einfach hier oben in den motorischen Kortex kopiert und entsprechend dann in eine Handlung übersetzt. Was wir gelernt haben ist, das ist nicht der Fall. Es gibt ein solches Zentrum in unserem Gehirn nicht für die Entscheidungsfindung. Stattdessen scheint diese Akkumulation von Evidenz hier hervorzugehen durch die Interaktion von vielen über die Großhirnrinde verteilten Hirnregionen. Die stelle ich hier wieder nur ganz schematisch dar. Ganz wichtig dabei, diese Regionen oder Gruppen von Regionen hier in blau dargestellt. Einerseits im Scheitellappen, das ist der sogenannte posterior parietale Kortex oder PPC hier hinten. Und dann hier vorne im Vorderhirn oder dem sogenannten dorsolateralen präfrontalen Kortex oder DLPFC. Was hier ein einzelnes Kästchen ist in dieser Schematik, das sind in der Realität, es ist ein ganzes Mosaik verschiedener genau definierter Hirnregionen, die hier so zusammenliegen, hier jeweils auch. All diese Hirnregionen sind ganz eng untereinander vernetzt, in beide Richtungen, das heißt, die Information fließt in beide Richtungen. Und diese blauen Areale wiederum sind vernetzt mit diesen motorischen Arealen hier und mit den sensorischen hier hinten im visuellen Kortex.
Während wir die Entscheidung fällen, zirkuliert die Aktivität ganz langsam hier in diesem ganzen weit verteilten Netzwerk. Und aus dieser langsamen Zirkulation scheint sich dann diese Aufbauaktivität zu ergeben, die wir hier im motorischen Kortex messen. Das ist grob die Einsicht, die wir in diesem Feld hier gewinnen konnten. Selbst einfache Entscheidungen, also diese basalsten Entscheidungen basierend auf solchen verrauschten Wahrnehmungseindrücken, die resultieren in unserem Gehirn aus sehr komplexen Interaktionen in einem ganzen verteilten Netzwerk. Und das bedeutet für uns, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dasselbe auch gelten wird für komplexere Entscheidungen, die auf sehr viel komplexeren sozusagen Formen von Information oder Evidenz beruhen. Ich glaube, das werde ich überspringen. Das ist einfach nur eine sehr komplexe Grafik, um Ihnen kurz zu zeigen, wie das in unseren echten Daten tatsächlich aussieht. Hier sehen wir ganz viele verschiedene Hirnregionen und die raumzeitliche Dynamik in diesen Regionen. Und das sind Techniken, wie wir sozusagen die Netzwerkeigenschaften dieser Regionen genau bestimmen können, um so die Prinzipien dieser Interaktion zu verstehen. Nun, der wichtige Punkt hier ist, es gibt in unserem Gehirn kein Zentrum für die Entscheidungsfindung. Die Entscheidungsfindung ist weit verteilt. Es gibt kein zentrales Kontrollorgan. Und das widerspricht einer ganz zentralen Intuition von vielen von uns. Vielleicht der Erste, der diese Intuition wirklich auf den Punkt gebracht hat, war René Descartes. Und zwar hat er diese Idee postuliert, dass die Zirbeldrüse hier hinten die einzige Struktur in unserem Gehirn, die nur einmal vorkommt, das heißt nicht gepaart, sondern nur einmal, dass die sozusagen dieses Zentrum sei, und zwar in seiner sozusagen in seinem Denkmodell, dass das Zentrum im Gehirn, in dem unser laut Descartes immaterieller Geist mit unserem materiellen Körper interagiert, sodass sozusagen die Entscheidungen unseres freien Willens umgesetzt werden können in die motorischen Handlungen unseres sozusagen physikalischen Körpers in der physikalischen Welt. Ein ganz zentrales Organ für die Entscheidungsfindung. Was wir mit den Techniken der Hirnforschung sehen, ist sehr anders. Wir sehen komplexe Netzwerke, aus deren Interaktionen diese der Entscheidungsprozess hervorgeht. Das heißt, der tatsächliche Entscheidungsprozess im Gehirn scheint eher der Entscheidungsfindung in einer nicht hierarchischen sozialen Gruppe zu gleichen, in der sozusagen die Entscheidung dynamisch aus der Interaktion der verschiedenen Gruppenmitglieder hervorgeht. Ja, und die Gruppenmitglieder im Gehirn sind dann eben diese verschiedenen Areale, die da miteinander sprechen. Und am Schluss formiert sich sozusagen ein kollektiver Zustand, der unsere Entscheidung ist. Gut, wie integriert das Gehirn entscheidungsrelevante Evidenz? Unsere Antwort auf diese Frage im Moment ist durch die dynamische Interaktion verteilter Regionen in der Großhirnrinde. Und ein ganz wesentlicher Teil der neurowissenschaftlichen Forschung im Moment versucht nun genauer die Prinzipien dieser Interaktion in diesen Netzwerken zu verstehen. Kommen wir noch zu der zweiten Frage, die ich aufgeworfen hatte. Nämlich, hätten wir anders entschieden, wenn wir zum Zeitpunkt der Entscheidung in einem anderen Zustand gewesen wären? Nun, betrachten wir hier jetzt mal diesen Börsenmakler, der solche Entscheidungen, wie wir die eben am Anfang gefällt haben, tagtäglich hundertfach fällt. Nun, an einem Tag ist der Makler sehr erfolgreich, an einem anderen Tag eher verzweifelt. Wir wissen, der Erfolg seiner Entscheidung hier hängt von vielen Faktoren ab, über die der Makler selbst überhaupt keine Kontrolle hat. Das überlassen wir der Finanzmathematik. Aber wir wissen auch, ein wesentlicher Faktor für den Erfolg seiner Entscheidung, der sitzt im Kopf des Maklers selbst, und zwar sein sogenannter globaler Hirnzustand. Und das betrifft uns alle. Unser Gehirn befindet sich ständig in einem ganz bestimmten globalen Zustand, und dieser Zustand ändert sich von Minute zu Minute tagtäglich, ob wir es wollen oder nicht. Wir wissen auch sehr genau, wie diese Zustandsänderungen kontrolliert werden im Gehirn. Und zwar handelt es sich dabei um den Effekt einer Handvoll, 5 bis 6 kleiner Gruppen von Nervenzellen hier unten
in einem ganz alten, evolutionär alten Teil unseres Gehirns, dem sogenannten Hirnstamm. Wieder nur schematisch dargestellt mit diesem roten Kreis. Das ist eine solche Struktur im Hirnstamm oder ein Kerngebiet im Hirnstamm. Diese Nervenzellen senden weit verteilte Verbindungen oder Projektionen in die gesamte Großhirnrinde. Und aus diesen Projektionen oder Verbindungen setzen sie sogenannte Botenstoffe oder Neurotransmitter frei, die modulatorisch auf die Netzwerkdynamik hier einwirken. Das nennt man dann Neuromodulation. Was das bedeutet ist, diese Botenstoffe, die können nicht direkt Aktivität erzeugen in diesen Netzwerken hier, dafür brauchen wir externe Inputs, aber sie können die Art und Weise verändern oder modulieren, in der diese Hirnregionen hier miteinander sprechen. Ja, zum Beispiel können sie die Stärke der Verbindung in die eine oder in die andere Richtung dynamisch verändern. Wir wissen auch, dass diese Kontrollzentren hier im Hirnstamm zuständig sind für diese ständigen Fluktuationen in unserem allgemeinen Wachheitszustand, die wir tagtäglich erleben. Es gibt hier ganz klar definierte Zyklen. Wir alle kennen diese Situation hier in der einen Form oder der anderen. Ich hoffe, das wird hier heute mit Ihnen nicht mehr passieren. Ich gebe mir Mühe. Das ist gut bekannt und wir wissen sozusagen, diese Fluktuationen der Wachheit kommen zustande wirklich durch die spontanen Schwankungen, langsame Schwankungen in Aktivität hier unten im Hirnstamm. Was erst seit relativ kurzer Zeit klar geworden ist, ist, dass diese Hirnstammzentren auch ganz spezifisch aktiviert werden während Entscheidungsprozessen. Also das heißt auf sehr viel kürzeren Zeitskalen. Und das ist insbesondere der Fall für eine Struktur hier unten, den sogenannten Locus Ceruleus, abgekürzt hier LC. Das ist eine ganz winzige Struktur in unserem Hirnstamm, wenige Millimeter groß und dennoch die einzige Quelle eines ganz, ganz wichtigen Botenstoffs in unserem Gehirn, dem sogenannten Noradrenalin, wieder abgekürzt hier NA. Nun, was das bedeutet ist, dass immer dann, wenn Sie eine schwierige Entscheidung fällen, ist hier diese transiente Aktivität in dieser Hirnstammstruktur gibt und entsprechend dann diese Freisetzung von diesem wichtigen Botenstoff Noradrenalin in Ihrem ganzen Großhirn. Und irgendwie wird diese Noradrenalin-Freisetzung eben diese Netzwerkinteraktion in diesem Netzwerk verändern, das wir uns eben angesehen haben. Die Frage ist, wie genau und wie verändert dieser Effekt dann die Entscheidungsfindung? Ganz kurz einen methodischen Aspekt, den ich hier hervorheben muss. Das hat eher technische Gründe, aber es stellt sich als sehr schwierig dar, die Aktivität hier in dieser winzigen Struktur direkt zu messen, mit den Verfahren, die wir im Moment in der Hirnforschung haben. Zumindest brauchen wir dafür ganz, ganz spezielle Verfahren. Mit der MEG-Technik, die ich Ihnen eben gezeigt habe, können wir den Hirnstamm zum Beispiel oder den Locus Ceruleus überhaupt nicht sehen. Wir können uns aber eines sehr merkwürdigen Zusammenhangs bedienen. Und zwar den Zusammenhang zwischen der Aktivität hier im Locus Ceruleus, in dieser wichtigen Struktur hier unten, und dem Durchmesser der Pupille. Verrückte Sache. Ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, warum das so ist. Wir wissen einfach, dass der Pupillendurchmesser sehr eng gekoppelt ist an die Aktivität dieser Hirnstammregion. Was Sie hier sehen, ist ein Video, das haben wir aufgezeichnet von einer Versuchsperson mittels einer Infrarotkamera, mit der wir hier das Auge insbesondere filmen. Und hier sehen Sie, vielleicht können Sie das erkennen, ich hoffe auch hinten, schon automatisch detektiert in grün den Umriss der Pupille. Wenn Sie ganz genau hinsehen, können Sie erkennen, dass sich die Pupille hier in regelmäßigen Abständen leicht erweitert. Hier und hier wieder. Und jetzt nochmal. Und tatsächlich passiert das, das ist hier im Zeitraffer dargestellt, immer dann, wenn die Versuchsperson diese Entscheidungsaufgabe löst, mit diesen verrauschten Reizen, die Sie selbst eben gesehen haben. Ja, immer dann, wenn sie sozusagen diese Information verarbeitet, erweitert sich die Pupille. Das war jetzt vielleicht schwer zu erkennen, hier sehen Sie das tatsächlich im Zeitverlauf, das ist der Pupillendurchmesser hier gemittelt, um die Zeit der Entscheidungs,
Signalisierung hier, durch den sozusagen den Tastendruck. Und hier rechts dargestellt, das, was ich eben kurz erwähnt hatte, korreliert damit die neuronale Aktivität in dieser winzigen Hirnstammstruktur, dem sogenannten Locus coeruleus. Hier haben wir uns einer anderen Bildgebungstechnik bedient, nur für dieses eine Experiment, um zu zeigen, dass das wirklich ein guter, die Pupille hier ein wirklich ein guter Marker ist, der Locus coeruleus Aktivität. Mittels der funktionellen Kernspintomographie, einer ganz besonderen Variante dieser Technik, konnten wir ganz tief reinzoomen in diese winzig kleine Struktur hier im Hirnstamm. Und hier haben wir zeigen können, dass sozusagen die Stärke der Aktivität oder der neuronalen Antwort in dieser Struktur hier während der Entscheidung sehr eng gekoppelt ist an genau diese Erweiterung der Pupille. Das heißt, wir können also diese Pupillenerweiterung nehmen und damit sehr viel lernen über das, was gerade der Hirnstamm in diesem Moment macht. Und wir können das dann in Verbindung setzen zu dem, wie sich die Entscheidungsfindung verändert. Nun, was wir aus all dem gelernt haben, vielen Experimenten, die nicht nur wir durchgeführt haben, viele andere in dem Feld, über den Beitrag des Hirnstamms zur Entscheidungsfindung, ist sehr dramatisch. Und das war etwas, was vor einigen Jahren noch gar nicht für denkbar gehalten wurde. Und zwar redet der Hirnstamm ein ganz wichtiges Wörtchen mit bei dieser Kommunikation der höheren Hirnregionen in der Entscheidungsfindung. Es ist hier grob schematisch dargestellt. Den Teil haben wir schon gesehen. Wir in jedem Entscheidungsprozess integrieren neue Evidenz, die wir über den Zustand sozusagen die wir aus der Außenwelt wahrnehmen und akquirieren und die uns informiert über den Zustand der Außenwelt. Was ich noch nicht gezeigt hatte, ist ein ganz wichtiger Teil, der auch zu jeder Entscheidung, die wir fällen, dazugehört. Das ist unser Vorwissen über die Welt. Unser Wissen über sozusagen Entscheidungen, die in der Vergangenheit so oft zu Erfolg geführt haben. Viele andere Dinge. Sozusagen, wir haben in unserem Gehirn ein sehr detailliertes Modell der Struktur unserer Außenwelt. Und all das Vorwissen wird in jedem Entscheidungsprozess kombiniert mit der neuen Information, die wir gerade aktuell in unserer Außenwelt vor uns haben und durch unsere Sinnesorgane wahrnehmen. Diese Kombination dann führt letztendlich zur Handlung. Nun, was macht der Hirnstamm dabei? Je unsicherer Sie sich sind über die Entscheidung, die Sie gerade fällen, desto stärker wird der Hirnstamm aktiviert. Und diese Hirnstammaktivität wirkt dann ihrerseits zurück auf diese Kombination von Vorwissen und neuer Evidenz. Und zwar verändert er die Gewichtung von Vorwissen und Evidenz. Der Effekt unseres Vorwissens wird heruntergefahren und der Einfluss der neuen Evidenz wird hochgefahren. Das heißt mit anderen Worten, wann immer wir uns sehr unsicher sind in einer ganz bestimmten Entscheidung, dann reguliert sozusagen dann der Hirnstamm unsere Entscheidungsdynamik hier oben in der Großhirnrinde so, dass wir weniger auf unser Vorwissen hören und mehr auf die aktuelle Evidenz. Das ist erstmal die Sachlage, das ist das, was wir sehen in den Experimenten. Und nun fragen sich natürlich viele von Ihnen vielleicht, viele Theoretiker in unserem Feld auch, warum macht das Gehirn das? Warum sollte das so sein? Wozu soll das gut sein, was der Hirnstamm hier macht? Wäre es nicht besser, wenn sozusagen die Evolution ein Gehirn gebaut hätte, in dem der Hirnstamm hier überhaupt nichts mitzureden hat? Dann wären wir vielleicht rationalere Entscheidungsfinder. Nun, es ist so, dass tatsächlich Unsicherheit in unseren Entscheidungen sehr oft dadurch zustande kommt, dass sich tatsächlich etwas in unserer Außenwelt ganz systematisch verändert hat. Ja? Und in solchen Situationen sollten wir tatsächlich auch unser Modell von der Außenwelt revidieren. Wir sollten unser Vorwissen, das wir haben über die Welt, revidieren, erneuern. Dafür müssen wir lernen, dafür brauchen wir Plastizität und letztendlich brauchen wir dafür neue Evidenz. Wir müssen mehr Evidenz akkumulieren, um ein anderes, ein besseres oder verändertes Modell der Außenwelt zu bauen. Und die Idee ist nun, dass der Hirnstamm hier genau diese sozusagen dynamische Adaptation vom Einfluss von sozusagen altem Vorwissen und neuer Evidenz hier implementiert in unserem Gehirn. Und das könnte evolutionär sehr, sehr wichtig und gut für uns gewesen sein. Auch hier wieder ein verrücktes Bild, ich möchte gar nicht drauf eingehen. lassen Sie uns kurz diese zweite Frage auch
beantworten, so gut wie ich das kann oder wir das können in dem Feld im Moment. Wie wird unsere Entscheidungsfindung beeinflusst durch diese Hirnstammsysteme? Diese Systeme verändern die Gewichtung von Vorwissen oder Erwartungen, die wir haben und der aktuellen Evidenz. Und auf diese Weise kann es eben passieren, dass wir bei derselben Faktenlage in dem einen Moment so entscheiden und im anderen Moment halt so. Einfach dadurch, dass der Hirnstamm in diesem Moment in einem anderen Zustand war und sozusagen die Entscheidung in eine andere Richtung lenken konnte. Das Ganze hat nicht nur Implikationen hier für die Grundlagenforschung, sondern das hat sehr wichtige Implikationen auch für Teile der Neurologie und für mehr oder weniger die gesamte Psychiatrie. Es ist tatsächlich so, dass diese Systeme im Hirnstamm, über die ich hier gesprochen habe, diese modulatorischen Systeme, in einer großen Zahl neuropsychiatrischer Erkrankungen gestört ist. Ein paar Beispiele hier, was jetzt bekannt ist, ist, dass dieses Noradrenalinsystem, über das ich gesprochen hatte, ganz wesentlich beteiligt ist an der Altersdemenz. Zum Beispiel ist auch bekannt, dass diese Struktur im Hirnstamm, der Locus coeruleus, dabei degeneriert. Das Noradrenalinsystem ist genauso auch beteiligt an einer anderen gut bekannten Erkrankung, der Parkinson-Krankheit. Da wiederum ist auch das Dopaminsystem, ein anderer Botenstoff aus einem anderen Hirnstammsystem, ebenfalls ganz maßgeblich beteiligt. Und Dopamin wiederum ist ganz wesentlich verantwortlich auch für die Schizophrenie. Und ich könnte immer so weitermachen, im Prinzip eine psychiatrische Erkrankung nach der anderen durchgehen, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen. Für all diese gibt es ein oder mehrere dieser Hirnstammsysteme mit diesen bestimmten Botenstoffen, die hier in gewisser Weise involviert sind. Tatsächlich sind diese Botenstoffsysteme auch die Ziele der pharmakologischen Therapie dieser Erkrankungen. Das heißt, mein Kollege Christian Gerloff in der Klinik gibt dem Parkinson-Patienten ein ganz bestimmtes Medikament, das eben seinen Dopaminspiegel erhöht. Genauso die Psychiater am UKE, diese Neuromodulatoren werden verändert, entweder die Spiegel dieser Botenstoffe selbst erhöht, die Rezeptoren blockiert. Auf diese Weise versuchen wir, diese Krankungen, zumindest die Symptome zu verbessern. Was aber bisher überhaupt nicht verstanden war in den Neurowissenschaften ist, wie genau diese Veränderungen in diesen chemischen Botenstoffsystemen übergehen in die sehr spezifischen, teilweise sehr bizarren Veränderungen im Denken, in der Kognition und im Verhalten der Patienten. Und das ist letztendlich das, was die Patienten und ihre Familien direkt beeinträchtigt. Ja, das heißt, es gibt da eine Erklärungslücke zwischen sozusagen dem Level, auf dem die Therapie ansetzt und dem Level, auf dem sich die Symptome abspielen. Und was wir mit dieser Art von Forschung, die ich Ihnen hier versucht habe, kurz darzulegen heute, versuchen, ist genau diese Lücke zu schließen. Das heißt, wir versuchen, eine Erklärung zu liefern, die diese verschiedenen Beobachtungsebenen überspannt und uns verstehen lässt, wie sich durch Veränderungen bestimmter Botenstoffsysteme eben ganz bestimmte Änderungen, zum Beispiel im Entscheidungsverhalten, ergeben können. Wenn ich noch kurz zwei Minuten habe, dann einen letzten Punkt zu einer relativ neuen Einsicht aus unserer Forschung in diese Effekte von Evidenzakkumulation in der menschlichen Urteilsfindung und im Entscheidungsverhalten. Das ist eine Einsicht, die wir selbst sehr spannend und wichtig fanden in unserer Arbeitsgruppe und die auch die öffentlichen Medien ganz offensichtlich sehr, sehr spannend fanden. Da haben sich mehr oder weniger drauf gestürzt im letzten Jahr. Und zwar haben wir hier eine sehr verbreitete Verzerrung des menschlichen Urteilsvermögens untersucht. Das wird auf Englisch Confirmation Bias genannt. Das heißt, das ist eine Tendenz, die wir in der einen oder anderen Form alle haben, nämlich unsere eigenen vorgefertigten Meinungen oder unseren Glauben über die Welt, über das, was richtig ist, immer wieder selbst zu bestätigen. Und das kann dazu führen, dass sozusagen objektive Fakten, die wir erfahren aus der Außenwelt, komplett an uns abprallen, wenn sie eben nicht übereinstimmen mit unserem Glauben oder unserer vorgefertigten Meinung.
Das ist sehr gut beschrieben in der Psychologie. Ja, seit vielen Jahrzehnten ist dieses Phänomen bekannt. Wir wissen oder bisher wussten wir nicht, wie es eigentlich zustande kommt. Und wir haben nun uns überlegt, vielleicht könnte das etwas damit zu tun haben, wie unser Gehirn eben Evidenz oder Informationen akkumuliert über die Zeit und wie Entscheidungen oder Urteile, die wir zwischendrin fällen, damit interagieren. Nun, was wir hier gefunden haben, ich möchte Ihnen gar keine Resultate zeigen, was wir gefunden haben, ist recht vielleicht erschreckend, aber auf jeden Fall auch interessant. Und zwar scheint diese Tendenz zustande zu kommen durch eine Verzerrung der Gewichtung dieses Akkumulationsprozesses. Ja, und zwar ist es so, dass wir gesehen haben, wenn Versuchspersonen ein vorläufiges Urteil gefällt hatten über irgendwelche mehrdeutigen Informationen, die sie erhielten, so wie wir das eben gesehen haben in den Experimenten, dann haben sie nach ihrem ersten Urteil danach kommende Evidenz ganz anders akkumuliert als vorher. Und zwar, oder ihr Gehirn hat die anders akkumuliert. Und zwar haben sie solche Informationen, die mit dem ursprünglichen Urteil übereinstimmte, verstärkt akkumuliert. Und solche Informationen, die dem Urteil widersprachen, die wurde komplett herausgefiltert. Und zwar durch Mechanismen der Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Information prallte schon auf den Stufen der frühen Wahrnehmung komplett vom Gehirn ab. Ganz ähnlich, wie wir das hier so schematisch gesehen haben. Und das passiert in sehr sozusagen oder abstrakten Entscheidungsprozessen, wie diesen sozusagen Urteilen über numerische Zahlenfolgen, wie wir es gesehen haben, aber auch in ganz, ganz elementaren Wahrnehmungsentscheidungen, wie den Entscheidungen über diese sich bewegenden Punktmuster, wo es sozusagen eigentlich völlig egal ist, was unser Glaube oder unsere Meinung ist. Ich meine, es stört keinen, sozusagen seine Meinung zu revidieren über die Richtung einer bestimmten Bewegung auf dem Bildschirm, würde man meinen. Dennoch, unser Gehirn scheint das nicht zu mögen. Und sobald wir ein Urteil gefällt haben, blockiert es die Information durch seine Aufmerksamkeitssysteme, die dem widerspricht. Das heißt also, diese Tendenz scheint sehr, sehr tief eingebaut zu sein in die Maschinerie unseres Gehirns. Wir wissen im Moment nicht, warum das so ist, ob das irgendeinen Nutzen haben könnte. Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber es ist schon klar, dass wir diese Informationen nutzen können. Je bewusster wir uns dessen sind, wir oder sozusagen Entscheidungsfinder in unserer Gesellschaft mit Verantwortung, desto effektiver können wir dem auch entgegensteuern. Denn wir können unsere eigene Aufmerksamkeit sehr gut auch selbst kontrollieren. Wenn wir das wissen, können wir sagen, ich verschiebe jetzt meine Aufmerksamkeit vor allen Dingen eben auf solche Fakten, die meinem ursprünglichen Urteil eben widersprechen. Und versuche das sozusagen diesen Mechanismus so zu kompensieren. Damit bin ich auch am Ende. Hier sehen Sie meine Arbeitsgruppe am UKE, die Sektion Computational Cognitive Neuroscience, die 2015 am UKE eingerichtet wurde, die ich jetzt leite. Es ist eine wunderbare Gruppe hochtalentierter junger Nachwuchswissenschaftler. Einen Aspekt möchte ich hier hervorheben, der mir sehr wichtig ist. Das ist die Diversität dieser Gruppe. Vielleicht können Sie das nicht gut sehen, aber die Leute in meinem Team kommen aus insgesamt 9 verschiedenen Ländern, 3 Kontinenten und sie haben akademische Hintergründe in insgesamt 10 verschiedenen Disziplinen. Ich bin der einzige Mediziner, es gibt Psychologen, es gibt Kognitionswissenschaftler, Informatiker, Ingenieure, Physiker und so weiter und so weiter. Und diese Diversität ist, glaube ich, essentiell in diesem sehr interdisziplinären Forschungsfeld, um hoffentlich bessere Entscheidungen zu fällen auf dem Weg zu einem besseren Verständnis dieser Hirnfunktion. Damit möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit.